Prostitution in Sao Paulo. Betsy ist 34. Seit Jahren hat sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, lebt auf der Straße. Betsy ist cracksüchtig. Das Geld für die Drogen verdient sie auf dem Billigstrich im Parque da Luz. Das ist ein schwieriger Ort für die Prostitution. Es gibt zwar Kunden, die ein bisschen großzügiger sind, aber normalerweise zahlen sie nur 10 Dollar. Es ist sehr schwer, hier eine teure Nummer für 30, 40 oder 50 Dollar zu machen. Es ist ein Kampf, ein harter Kampf. Ich habe Probleme. Ich trinke. Oft denke ich, was für ein verlorenes Leben. Und dann trinke ich wieder. Ich kämpfe auch darum, mit den Drogen Schluss zu machen. Du kannst sehen, dass mein Gesicht hier an den Wangenknochen etwas verschoben ist. Ein Freier, mit dem ich eine Nummer verhandelt habe, hat mich niedergeschlagen. In dieses Milieu bin ich geraten, nachdem ich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bin. Ich war 2 Jahre und 3 Monate wegen Drogen im Gefängnis. Wenn wir müde sind, dann fallen wir einfach um und schlafen. Das Leben auf der Straße. Hunderttausende Kinder fliehen in eine zweifelhafte Freiheit, weil sie misshandelt wurden oder keine Familien mehr haben. Sie sind orientierungslos und ohne Träume, wie diese 16-Jährige, die selbst schon ein Kind hat. Der Transvestit Billy und seine Freunde verbringen ihre Tage zwischen Autos, Abgasen und Hochhäusern auf einem der wenigen Grünstreifen im Zentrum Sao Paulos. Um ihren tristen Alltag zu ertragen, schnüffeln sie täglich Schusterleim. Die Dämpfe zerstören ihre Gehirnzellen, aber wenigstens für kurze Momente sind sie unbeschwert. Sie vergessen ihre Angst, die Einsamkeit und den Hunger. Für Passanten sind sie nichts weiter als bedrohliche, potenzielle Kriminelle. Eine Zukunft haben sie nicht. Im Krankenhaus Campo Limpo. Wieder gibt es einen Notfall. Seit 15 Stunden ist Dr. Raoul mittlerweile auf den Beinen. Dennoch darf er sich nicht ausruhen. Für die angeschossene Frau geht es um Minuten. Dr. Raoul und sein Team kämpfen verzweifelt um ihr Leben. Die schwer verletzte Frau wird noch auf dem Boden operiert. Für einen Transport in den OP bleibt keine Zeit. Währenddessen wird Francisco, der beim Fußballspielen angeschossen wurde, in den OP gefahren. Mittlerweile ist auch Dr. Raoul im Operationssaal. Francisco, que foi vítima de ferimento por arma de fogo. Francisco hat einen Bauchschuss. Wir werden ihn jetzt operieren. Faleceu. É o colega que trouxe, pode pintar, João?
Die Frau konnten wir nicht mehr retten. Sie ist gestorben. Mein Kollege, der sie gebracht hat, sagt, dass sie Opfer einer Schießerei wurde, ohne irgendetwas getan zu haben. Das nennen wir hier eine verirrte Kugel. Ich bin auch schon in die Situation gekommen, dass sie auf mich geschossen haben. Ich wurde vor meiner Haustür überfallen und sie haben zweimal auf mich geschossen, aber nicht getroffen und sind weggelaufen. Ganz bestimmt hat jeder hier in der Klinik die Geschichte eines ähnlichen Überfalls zu erzählen. Bei der Operation werden Francisco eine Niere und ein Teil der Leber entfernt. Francisco hat Glück. Er überlebt die schwere Operation. Ein Erfolg für Dr. Raoul am Ende einer langen 24-Stunden-Schicht. Unterdessen fordert die Gewalt am Tatort São Paulo neue Opfer.